Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Fortnite Battle Royale Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Im heutigen Video, liebe Freunde, geht es um den Neymar Junior Cup, besser gesagt um die Belohnungen, die man sich hier freischalten kann. Erstmal aber ganz kurz noch ein paar Fun Facts am Rande. Und zwar wird der Cup am 28. April 2021, quasi am Mittwochmorgen, starten. Das Event wird zwischen 18 und 21 Uhr stattfinden und es ist ein Solo-Turnier, das ist ganz klaro, ne? Ja, und mehr gibt es dazu eigentlich auch noch nicht groß zu sagen, außer halt, wie gesagt, das mit den Preisen und Belohnungen. Und da werden wir jetzt mal ganz kurz zukommen. Und zwar bekommt man, wenn man 8 Punkte, und das ist, wenn man die, ja, sag ich mal so, Placement-Thematik hier anguckt, bin ich jetzt lost? Genau, hier ist nämlich, nicht ganz so schwierig, denn man bekommt pro Kill jeweils einen Punkt. Und auch wenn man hier auf die Platzierungen guckt, ist es schon eigentlich ziemlich easy. Vor allen Dingen dann hier so in der, ne, so Top 20, 15 und 10, guck mal, da bekommt man sogar 2 pro, ne? Placement halt, und dann am Ende, ihr seht's ja, denke ich selber, ne? Das ist schon ordentlich was. Also ich denke, die 8 Punkte sollte man schon erreichen. Und wenn man 8 Punkte erreicht, bekommt man einen epischen Emote namens Siegerkrise. Und der epische Emote ist der, den ihr auch auf dem Thumbnail ganz unten rechts sehen könnt. Ich kann das jetzt leider im Video hier nicht einblenden, da ich, naja, wie gesagt, die Videos auf PS4 aufnehme und es auch leider momentan keinerlei, ja, Bilder in-game zu den Emote gibt. Auch wenn wir hier bei dem Battle Pass gucken, wo die anderen Gegenstände auch zu sehen sind. Na, hier nochmal die ganzen anderen Neymar-Gegenstände, die man sich auch ab heute freischalten kann. Ja, wie gesagt, kann man die leider nicht damit sehen. Ha, das ist das Ding an der Sache. Aber ja, bin mal gespannt, denn episch und Emote, also eine Emotion, ist ja kein Tanz eigentlich, sondern so ein, ja, so ein kleines, genau so eins, ja. Und ja, episch, gut, da gibt es zwar auch ein paar. Aber die sind eigentlich relativ selten, weil die meisten sind grün. Oh, seht ihr ja selber, ha? Alles klar. Sonst, denke ich, gibt es da auch nicht groß viel zu sagen. Außer, liebe Freunde, dass es, wenn man Platz 1 werden sollte. Und ja, das ist relativ unwahrscheinlich. Ich habe es auch so im Titel stehen. Bekommt man einen Fußballschuh, einen personalisierten Fußballschuh kann man sich daraus suchen, der laut dem Fortnite-Statusbericht, wo auch dieses ganze Regelwerk und sowas drin steht, einen Wert von 500 US-Dollar hat. Das sind umgerechnet in Euro. Ich habe es mal ganz kurz auf Google hier aufgemacht. 413,65 € laut dem, oder nach dem, na, 27. April, also Stand, na, wisst ihr Bescheid. Ist, also, das wäre schon nicht schlecht, wenn man den bekommt, aber erster Platz. Also ich denke, ich kann mich da schon mal, bevor ich überhaupt gespielt habe, mich da rausdenken. Aber bei den 8 Punkten, ich denke, das wird eigentlich jeder schaffen. Den werden wir morgen auch streamen. 18 Uhr bis 21 Uhr werden wir dann quasi auch live sein. Sonst videotechnisch habe ich morgen noch was geplant. War sehr besonderes Real-Life-technisch zusammen mit dem lieben Lukas. Werdet ihr dann morgen sehen. Wird ein Video, was für mich auch sehr besonders ist, mal wieder. Würde ich mich freuen, wenn ihr da heute, heute wollte ich schon sagen. Ja, wenn ihr das Video heute seht, dann heute. Wenn ihr das morgen seht, dann morgen. Ja, ich nehme das Video gerade 22.48 Uhr auf. Ich denke aber, dass es noch am 27. online kommt. Alles klar. Naja, alles klar schon. Leute, dann danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Mehr Gruß gibt es so nicht zu sagen. Wenn es irgendwas noch geben sollte, auch prinzipiell zu dem ganzen Event, werde ich euch dann die nächsten Tage und vor allen Dingen morgen auch nochmal, wenn wir den Cup Stream im Stream auf dem Laufenden halten, ha? Gegenstände, die sollte, oder die Sachen, also besser gesagt den Emote, den Fußballschuh, wenn man morgen noch nicht direkt bekommen. Aber wenn man quasi die 8 Punkte erreicht, wird man den Emote, by the way, nach dem Ende des Events bekommen. Also das ist eigentlich ganz easy, ne? Und so ist der ganze Schinken. Ich lasse euch nochmal ganz kurz den Neymar Junior Trailer laufen, den es halt heute gibt. Und wie gesagt, in diesem Sinne, ja, bei Fragen, bei Ergänzungen und Verbesserungsvorschlägen prinzipiell zu Videos und Livestreams, könnt ihr die Kommentare sehr gerne nutzen. Instagram oder den Livestream-Chat jederzeit. Und wer sehr gerne möchte, kann auch gerne mal ein Abo-Like mit Glöckchen da lassen. Auch gerne auf dem Zweitkanal, unserem Schaf-Kanal oder auch Real-Life-Kanal. Und bei Basti, mein Bruder, ebenfalls. Ihr könnt alle Kanäle auch bei mir auf dem Kanal unter Kanäle in der Spalte finden. Oder bei uns in der Videobeschreibung. Und im angepinnten Kommentar, denke ich, habe ich auch nochmal das April-Video von den kleinen Schäfchen reingehauen. Oder generell von unseren Schafen, ja? Und ich denke, mehr brauchen wir dazu eigenwerbungstechnisch. Jetzt auch nicht groß sagen. Hä? Alles klar. Ich wünsche euch morgen bei euch Schule, Homeschooling, alles drum und dran. Viel Erfolg. Die, die frei haben, macht was draus. Bleibt gesund. Danke ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns morgen in alter Frische beim nächsten Stream. GTA, Fortnite oder Vorgeistechnisch. Oder beim nächsten Video. Vielleicht auch mal wieder was auf Twitch, Streamtechnisch mal schauen. Wieder in alter Frische. Bis dahin eine schöne Zeit. Habt eine gute Nacht. Schlaft schön. Und wie gesagt, ein fettes Dankeschön fürs Zuschauen. Wisst Bescheid, alles klar. Macht's gut, haut reini und ja, Grüße gehen raus an meine Ehren. Das war gerade ein lustiger Gag. Alles klar, bis morgen, dann macht's gut, haut rein und ciao.